So, hallo miteinander. Heute ist wieder Montag. Am Wochenende habe ich nichts gemacht, kein Vlog. Jetzt bin ich aber wieder hier in Zadliswil, über das Wochenende bin ich heimgegangen. Und jetzt habe ich die gute Kamera, gute Mikrofon mitgenommen und schaue jetzt mal, wie das hier geht. Heute hat die Schule wieder angefangen. Morgen hatte ich eine angewandte Computerarchitektur gehabt. Bei unserem Prof, dort haben wir Fuzzy-Logik angeschaut. Fuzzy-Logik ist etwas anderes als normale Logik. So eine stufenweise Art. Also man kann etwas nicht ein- oder ausschalten, sondern stufenlos mehr Energie einstecken. Also zum Beispiel mein automatisches Einrad oder der Segway, die machen das, je mehr wir führen lassen, umso mehr gibt der Gas nach vorne und je mehr wir nach hinten lassen, umso mehr Gas gibt es nach hinten oder bremsen. Oder? Das ist mit Fuzzy-Logik gemacht. Das ist eine gute Logik, um einfach so kontinuierliche Prozesse zu regeln, zu steuern. Mit auch kontinuierlichen Inputs. Also irgendwie der Winkel, der ist halt nicht entweder einfach gerade oder schräg, sondern der ist halt kontinuierlich, hat er alle Werte zwischen da nicht. Und dann kann man aufgrund von dem Winkel kann man Entscheidungen treffen, wie viel Energie der Motor soll bekommen. Ja. Das war da. Am Mittag bin ich zum Mittagessen und nachher haben wir wieder APC gehabt. Und dort haben wir Mint-Cut-Probleme angeschaut. Da können wir vielleicht mal noch einzeln auf dem Laptop den mal anschauen. Mit Stift, um erklären, um was das überhaupt geht. Das ist ein Graphenproblem. In dieser Vorlesung lernen wir nie, für was man es wirklich brauchen kann. Aber in parallel in Visual Computing haben wir gerade ein Beispiel angeschaut, wo man Mincut berechnen muss, um effizient segmentieren. Also um entscheiden, was von einem Bild gehört in den Vordergrund und was in den Hintergrund. Da kann man modellieren mit einem Graph und dann mit Mincut die Entscheidung fällen. Ja, alles etwas komisch. Ich hoffe, ich werde noch das genauer erläutern. Denn heute bin ich erst mal mit dem Einrad in die Schule gegangen. Und zwar bin ich dann ja halt Zürich in den Bergen Richtung ETH und da ist nicht so einfach gegangen. Ich habe das Gefühl, bei grosser Steigung kann man nicht gut ausgleichen, da Einrad. Dann bin ich ein paar Mal umgefallen. Ja, das ist etwas dumm. Ja, ich schaue mal. Dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht gut absteigen und nicht mega gut aufsteigen. Ja. Dann bin ich nach der Schule heim und habe vor dem Haus genau dann noch geübt. Aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen. Am liebsten ohne Hilfe der Hände. Ja, das wäre das gewesen. Kurz war am Wochenende ist, jetzt bin ich am Freitag Abend. Bin ich mit meiner Freundin zu Kollegen go essen. Am Samstag ja, habe ich nicht so viel gemacht, mehr für die Schule. Ja. Und am Abend haben wir noch einen Film geschaut, Life of Pi, Lebendes Pi. Das ist noch cool. Hat mir irgendwie, die Aussage ist interessant. Und der Film ist sehr schön, hat wunderschöne Bilder. Sehr künstliche Bilder, aber trotzdem sehr schön. Ja, hat mich ziemlich beeindruckt. Ja. Und am Sonntag, noch den letzten Tag Wochenende, am Morgen bin ich in den Gottesdienst gegangen mit einer interessanten Predigt von einem guten Kollegen, der die gehalten hat. Er hat ein Leben und Gemeinde und Familie und alle
Zimmerschlüsse, die man als Mensch hat, als mit einem Lastwagen verglichen, wo jeder ein Rädchen ist und jeder seinen Teil der Last muss tragen. Und wenn man gut Zimmer schafft, kann man grosse Lasten tragen, ohne dass einem zu viel wird. Ja, das war eine coole Aussage. Ja. Und am Mittag, dann habe ich noch einen Spaziergang, ein bisschen Einrad gefahren, ein bisschen gepackt und bin dann wieder gegangen in der Nacht auf Zürich. Ja, also bis morgen und ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt. Kameraposition, Licht, Ort, Stimmlage, Lautstärke, irgendetwas. Ich höre gerne auf Verbesserungsvorschläge.